Wir sind auf dem Community Camp in Berlin und neben mir steht Karolin. Karolin, du hast eben eine übervolle Session hier gemacht. Worum ging es in dieser Session? Es ging um SEO-Texte, beziehungsweise das, was man vom SEO-Texten, so wie das heute gemacht wird, das ist sehr viel schöner, als es noch vor 7 Jahren war oder vor 3 Jahren, was man daraus lernen kann für andere Texte, die man schreibt, auf eigenen Blogs oder Unternehmensblogs. Aber ich habe in einer Session den Eindruck gehabt, es ging nicht bloß um SEO, sondern es ging auch um die richtige Ansprache von Personen. Du hast vom limbischen Stil gesprochen und hast dir sehr viel Gedanken gemacht, wie du deine Texte gestaltest. Offensichtlich ist das für viele hier interessant. Wie erklärst du dir, dass es so viele waren, die das hören wollen? Hoffe ich. Einfach um zu sehen, dass SEO eben nicht mehr, also Suchmaschinenoptimierung nicht mehr nur ein Thema ist, wo es um eine große Maschine geht, meistens ja Google, sondern dass diese Maschine mittlerweile auch weiß, was Menschen möchten und was sie gerne lesen möchten. Und das ist das, was wir ja, wenn wir schreiben, auch möchten. Wir möchten, dass es jemand liest, sonst müssten wir es nicht machen. Und deshalb ist dieses limbische System, also es ging gar nicht so ums limbische Verkaufen, sondern ich habe geschildert, was man so an kreativem Input für sich selbst und an Motivation bei der Recherche daraus zieht. Man kann von dir etwas finden im Netz, wenn man mehr wissen will, gibt es da eine Adresse? Ja, die gibt es, da steht jetzt noch gar nicht so viel zum Texten, weil ich vor lauter Arbeit selten zu bloggen nur noch komme. Aber es gibt mich unter reichweite-beratung.de und da gibt es einen Blog zum Thema Präsentation, steht da sehr viel. Da steht auch einiges zum Thema Social Media und vor allen Dingen Storytelling. Da habe ich meine Blogparade zu gemacht vor jetzt schon fast 2 Jahren, also 1,5 Jahren. Und da möchte ich auch jetzt demnächst viel texten zum Texten. Ja, dann bin ich gespannt auf das, was da noch kommt. Ich bin schon ganz fasziniert. Herzlichen Dank für die Session, herzlichen Dank für dieses Interview. Bitte gerne.